Meine These ist das Gender-Sternchen beim Scrabble-Spielen. Sie alle kennen das Spiel Scrabble. Man legt Wörter aus Steinchen mit Buchstaben. Und jetzt hat der Hersteller von Scrabble, nämlich Mattel, gesagt, also wir machen das kleine Gender-Sternchen da dazu. Sternchen IN steht jetzt überall dabei. Man soll nicht nur gendern, man bekommt auch noch Fett-Extra-Punkte, wenn man gendert. Nämlich 10 mehr. Das kriegt man ansonsten nur, wenn man eine Besonderheit schafft, nämlich den Buchstaben Y oder Q zu verwenden. Ich finde aber, Frauen und non-binäre Menschen sind keine Besonderheit. Die brauchen keine Bevormundung und sie müssen nicht herausgestellt werden. Das schafft eher das Gegenteil, das hilft ihnen überhaupt nicht. Die sind mündig, die können auf sich selbst aufpassen und ich glaube, dass ihnen die Firma Mattel hier eher einen Bärendienst erweist und ich glaube, dass dieser Woke-Wahnsinn ein Ende haben muss. Vielen Dank. Ja. Woke-Wahnsinn ein Ende haben, Victor, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Und das Schlimmste ist für mich immer, ich wurde letztens auch wieder eingeladen als Gästin. Das habe ich dann direkt abgelehnt, diese Einladung per Mail, weil ich keine Gästin bin. Ich bin ein Gast. Und früher in der Schule, wenn der Lehrer gerufen hat, alle Schüler gehen jetzt raus, Feuer, ja, da stand ich nicht da und habe gesagt, Moment, ich bin eine Schülerin, ich bin nicht angesprochen, ich bleibe hier sitzen während der Feuerprobe. Ich finde, Gendern ist antifeministisch, weil man immer komplett auf das Geschlecht zeigen muss. Aber mit Mattel, also als Mattel einen mehrjungen Mann rausgebracht hat, da war es für mich sowieso schon vorbei mit dem Vogue-Wahnsinn in der Firma für Kinder. Ja, es sind PR-Maschen und den Leuten ist damit nicht geholfen. Und es ist wahr, dass es eine Chancenungleichheit gibt in Deutschland, aber solche PR-Gags helfen nicht. Im Gegenteil, sie stellen alle Leute, die jetzt hier gendern wollen im Scrabble und die sich da dann angesprochen fühlen, als merkwürdig heraus, als müssten sie extra bepunktet werden, weil sie es sonst nicht schaffen, dass sie was Besonderes, Seltenes sind wie der Buchstabe Q oder Y. Und ich glaube, das ist einfach ein Eigentor. Es entstehen in dieser Zeit ja auch neue Wörter, die man noch nie gehört hat. Mich hat es gerissen, als ich das erste Mal in den Radionachrichten gehört habe, Zivilistinnen und Zivilisten. Das muss man natürlich sorgfältig auseinanderhalten, weil Zivilistinnen in der Ukraine gehen ja eher ins Ausland, um sich in Sicherheit zu bringen mit den Kindern. Die Zivilisten wiederum werden zur Armee einberufen. So wird das aber nicht dargestellt, sondern es sind Zivilistinnen und Zivilisten, die vor dem Krieg fliehen ins Ausland. Das ist leider falsch in der Sache, weil die Zivilisten es ja nicht dürfen. Aber wie kann man überhaupt einen solchen Begriff wie Zivilistinnen erfinden? Mit Zivilistinnen und Zivilisten habe ich überhaupt keine Probleme. Ich schon. Was mich akustisch einfach immer ein bisschen so berührt, das sind diese ZivilistInnen. Wenn jemand dann innehält und diese Kunstpause macht, um beide Geschlechter einzubringen, das hat sich mir noch nicht so ganz vermittelt, aber ich meine... Nee, die Kunstpause ist dafür da, dass die Geschlechter, die nicht Männer und Frauen sind, dafür ist die Kunstpause da, dass sie auch einbezogen sind. Das verstehe ich, nur trotzdem klingt es ein bisschen ambitioniert oder angestrengt. Ich empfehle Ihnen, verrückt bei Ihnen. Aber ich meine, Sie haben doch in Cambridge studiert? Ja. Ich meine, das ist doch, England ist doch das große Land der Liberalität an diesen Universitäten, ist man doch ein absoluter Freigeist. Ne? Warum dann so verengt und so spießig? Sie können auch sagen, Mensch, ist doch toll, Sprache verändert sich, wenn Menschen das annehmen und tun. Wir schreiben ja auch nicht mehr in Sütterlin. Dann kann man auch sagen, in Spiele muss eine solche neue Kommunikation. Ja, ich gebe Ihnen völlig recht. Sie haben völlig recht. Sie haben ja vorhin selber gesagt, Herr Ander, jeder soll leben können, wie er will. Das war doch Ihr Zitat. Jeder soll leben können, wie er will. Ne, so habe ich mir das von Ihnen gerade aufgeschrieben. Ich schlage mal vor, dass die Firma Mattel auch noch Mattel-in. Das ein spezielles Wort anbietet mit Gender-Sternchen, nämlich Put-in. Ja? Wenn du Putin legen kannst mit Gender-Sternchen, da gibt es 20 extra Punkte, weil das hat man noch nie gesehen. Ehrlich, dieses Land ist so verrückt. Hier gibt es Sexismus in der Linken, große Debatte, und Gender-Sternchen bei Scrabble. Das steht nebeneinander. Wie sind wir eigentlich drauf? Was beschäftigt uns so? Gefällt dir der Woke-Wahnsinn? Ja, aber das sind doch genau die Wohlstandsdiskussionen der letzten 5 bis 10 Jahre, die jetzt dazu geführt haben, dass wir im Grunde genommen überhaupt nicht mehr resilient als Bevölkerung sind. Aber nochmal zurückzukommen auf das Thema. Was mich am meisten ärgert, ist sozusagen dieses Bevormundende, was da drin ist. Ich habe mir das heute mal auf der Homepage schon angeschaut. Also da steht irgendwie so sinngemäß, ja, man möchte die Menschen auch daran gewöhnen und hinführen, dass man das sozusagen auch in seinem normalen Sprachbild nimmt. Und an manchen Universitäten kriegt man ja quasi was abgezogen, wenn man nicht gendert mit Sternchen. Was völlig muss diesen Satz schreiben, Wahnsinn, angesprochen. Also Wahnsinn, dass man sozusagen für eine laut Duden korrekte Schreibweise etwas abgezogen bekommt. Hier kriegt man in einem Spiel, was sich ja eigentlich der Rechtschreibung verschrieben hat, für eine im Grunde genommen falsche Schreibweise Extrapunkte. Ja. Und Sie als Bundestagsabgeordneter, Sie sind doch sicher auch schon mal
leidenschaftlich geworden am Rednerpult. So ein bisschen ausgeteilt, ausgerastet gegen die anderen Parteien. Und ich habe eine Rede gesehen von Miller Fester. Kennen Sie die? Das ist eine grüne, so eine, ich glaube, es ist die jüngste Abgeordnete im Bundestag, so eine ganz junge. Ihre erste, Rede und dann die FreundInnen der AfD. Ja, genau, Herr Steiniger, darauf wollte ich hinaus. Ich habe das auch gesehen. Und ich dachte mir so, oh Mann, die Arme, da ist sie so in Rage und das Ganze bricht irgendwie wie so ein Schluck Wasser in der Kurve auseinander, weil sie innen sagen muss. Am Schluss soll die Kollegin Fester soll reden, wie sie will. Soll das in ihrem Privatbereich machen, im Zweifel auch, weil es ihr so in Fleisch und Blut übergangen ist am Rednerpult des Deutschen Bundestags. Aber mir soll keiner vorschreiben, dass ich so reden soll. Ja, so nicht. Ich sage trotzdem voraus, Herr Steiniger, vor der nächsten Bundestagswahl werden Sie im Bundestag gendern. Das glaube ich nicht. Also Tobias Hans ist damit schon mal nicht so gut gefahren. Aber Sie haben sich ja auch im letzten Wahlkampf nicht komplett dagegen gestellt als Union gegen das Gendern, oder? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Für mich war das jetzt ein Thema, was mich ehrlich gesagt in meinem Wahlkreis von den Bürgerinnen und Bürgern ich wurde darauf nicht angesprochen. Am Schluss ist es für mich ein im Grunde genommen Nicht-Thema, weil es uns davon ablenkt, uns mit den Themen zu beschäftigen, die wirklich wichtig sind. Sicherheit, Wirtschaft, dass die Leute was zu essen haben. In Wirklichkeit stimmt das nicht. Das ist natürlich ein Thema und ich will nicht sagen Männer wie Sie, aber es gibt natürlich eine gewisse Klientel in der Bundespolitik, die glaubt, damit sich die mit einer solchen Haltung, ich gender nicht, die Zustimmung des Stammtisches zu holen. Aber Stammtisch, das ist so eine gewisse, der Bevölkerung, also der normalen Kitchen Table Politics, also im Grunde diejenigen, die angesprochen werden und immer wichtiger sind, natürlich von den normalen Themen und jenseits Berlin-Mitte nichts mit dem Gebaren hier zu tun haben. Nur das wird sich radikal ändern, weil auch am Kitchen Table, am Küchentisch sitzen junge Frauen, die sowas einfordern werden. Und ich bin auch gegen Gendern, Bela, da bin ich auch vergessen. Ja, und ich bin ja auch gar nicht. Ich fühle mich zum ersten Mal hier verunglimpft. Ich sitze an keinem Stammtisch. Ich habe nie dran gesessen, werde nie da sitzen. Ist das hier keiner? Das ist keiner. Jedenfalls wäre ich nicht da vehement dagegen. Und ich glaube auch nicht, dass das so kommen wird. Ich habe noch nie im privaten Zusammenhang gehört, dass eine junge Frau gegendert hätte beim Reden. Noch nicht einmal. Weil das doch, dringt, Miller Fester. Das dringt. Bitte? Emilia Fester, die Grünen. Das kann ja sein, dass Sie im Bundestag in meinem privaten Zusammenhang noch keine junge Frau gesehen oder auch eine ältere, überhaupt eine Frau, die gegendert hat. Auch kein Mann im Übrigen. Das spielt im normalen Leben gar keine Rolle und es wird weiterhin keine Rolle spielen, sondern es spielt eine Rolle für bestimmte Zirkel in der Politik, die glauben, damit ihre Modernität beweisen zu müssen. Und es spielt eine Rolle in feministischen Kreisen, die glauben, damit Druck ausüben zu können auf die Gesellschaft. Diesem Druck muss man widerstehen. Ja. Ja, da sind wir gespannt. Ja. Also ich habe nichts dagegen, wenn man, wenn es Sinn macht, Schülerinnen und Schüler sagt, dann sind nämlich alle betroffen. Das ist von mir in Ordnung, aber sozusagen diese Kunstsprache mit der Atempause dann zwischendurch, die mir morgens im Deutschlandfunk immer übergebraten wird, da habe ich auch was dagegen. Sind Sie verheiratet? Ich glaube tatsächlich, dass das noch, dass das zur nächsten Bundestagswahl nicht der Fall sein wird. Ja, sind wir gespannt. Wenn Herr Merz mal in einer Wahlkampfrede gendert, dann wissen wir, dass die CDU dann ist sie verloren. Ja? Dann könnte er mit den Grünen fusionieren. Ah, das glaube ich. Los und aus. Aber ich glaube nicht, dass Friedrich Merz anfangen wird, Sprechpausen zu machen. Hoffe ich nicht. Aber vielleicht gilt er dann nicht mehr als Sexist. Er hatte doch mal Vorwürfe in der Hinsicht. Vielleicht ist das Gendern da ganz gut, um sich neu zu erfinden für Herrn Merz. Also erstens ist Friedrich Merz kein Sexist und zweitens ist eine Anbiederung auch immer das Schlechteste, was man machen kann. Man muss in der Politik authentisch sein und von daher, also ich kann mit den Sprachpausen beim Gendern ehrlich gesagt nichts anfangen. Ja. Ist auch nicht besonders ästhetisch.